mal hier und immer wieder hier, weil es total wichtig ist, diesen Kampf zu unterstützen, weil es nicht irgendein Kampf ist, sondern hier gehen die Leute wirklich voran. Also wir stehen hier vor dem ersten und einzigen Hostel in ganz Deutschland, wo es einen Betriebsrat und einen Tarifvertrag gibt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, da nochmal Applaus zu geben. Genau, ja, auf jeden Fall. Applaus dafür. Für dieses Vorangehen, für diese Gerätschaft, die sich halt nicht unterkriegen lassen. Wir haben alle bestimmt gehört und gelesen, was für Arschlöcher diese Chefetage hier vorweist. Mit den übelsten Methoden, wo hier wirklich gegen die Kolleginnen und Kollegen vorgegangen wird. Und umso großartiger ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen hier wirklich Widerstand geleistet haben, dass sie sich organisiert haben, überall im Widerstand hinweg, dass sie gestreikt haben, dass sie einen Tarifvertrag erkämpft haben, dass sie einen Betriebsrat erkämpft haben und dass sie auch bewiesen haben, nicht nur, dass man da Erfolg haben kann, sondern auch, dass es dadurch sofort ganz reale Verbesserungen in diesem Sektor geben kann. Also was wirklich hier geschafft wurde und was auf jeden Fall hier bleibt, ist, dass hier ein Exempel statuiert worden ist an diesem Sektor, der angeblich so schwer und so unmöglich zu organisieren ist und in den Kampf zu bringen ist. Und jetzt soll hier wiederum von den Bossen aus wirklich ein Exempel statuiert werden, dass es eben ein Signal ausgehen soll an diese gesamte Boombranche, an alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Hostelsektor arbeiten, dass die Antwort darauf sein wird, ihr werdet platt gemacht, wir werden eure Belegschaft zerschlagen, wir werden die Häuser dicht machen, um sie später wieder aufzumachen, ohne Betriebsrat und Tarifvertrag. Ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier sind, um zu sagen, nein, wir statuieren hier ein Exempel, nämlich, dass es nicht so einfach ist, uns klein zu kriegen, dass sie, wenn sie uns an einer Stelle, wenn sie das Feuer an einer Stelle vielleicht löschen können, dass es an anderer Stelle wieder ausbrechen wird, dass wir zusammenstehen, dass die Flamme, der Funken, der hier geschlagen worden ist, dass der eben weiterbrennen wird. Und da ist es aber auch ganz wichtig, dafür zu kämpfen, dass sozusagen es nicht irgendwo anders dann nur weitergeht, sondern dass eben dieses Hostel hier erhalten bleibt. Das Wombats Hostel und zwar offen bleibt, dass es nicht geschlossen wird, dass hier weiterhin die Belegschaft zu besseren Bedingungen, zu weit noch besseren Bedingungen hier arbeiten kann. Und wenn dafür die Enteignung nötig ist, und sie ist nötig, dass sie dann auch erkämpft wird. Weil Enteignung geht eben nicht nur mit Wohnraum, Enteignung geht nicht, also wie es zum Beispiel, ich habe gestern im Radio, glaube ich, gehört, dass eben jetzt ein Haus in Südberlin, was lange leer stand, enteignet wird vom Bezirksseiten oder so, um eben mit dem, das so dem Verfall überlassen wird, dass da eben vorgegangen wird. Und hier wird ein so wunderbar laufendes Hostel einfach sozusagen dem Verfall überlassen. Das einzige mit Tarifvertrag und Betriebsrat wird so hingenommen, das kann ja wohl nicht sein. Also wenn wir hier rot-rote Parteien an der Regierung haben, dann bitte, ihr habt hier die wunderbare Gelegenheit, relativ günstig einmal, ein gut laufendes, höchst profitables Hostel in Landesbesitz zu übernehmen und hier als landeseigenen Betrieb unter guten Bedingungen wirklich ein Exempel zu statuieren, was wirklich allen Beschäftigten in Berlin gezeigt wird, dass es sich lohnt zu kämpfen. Und ich bin froh, dass wir alle zusammenkommen und ich glaube, wir sollten die Gelegenheit hier nutzen, dass wir alle zusammen sind, uns auch untereinander auszutauschen über unsere Bedingungen, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, was für Möglichkeiten wir haben und auch was für Möglichkeiten wir ganz konkret haben, diesen Hostelkampf, der allermindestens ja noch, also der seinen Höhepunkt ja, seinen gesetzten Höhepunkt ja Ende August hat. Dass wir diese Zeit jetzt noch ganz intensiv nutzen, um diesen Kampf wirklich so weit wie möglich in die Öffentlichkeit unter unsere Kolleginnen und Kollegen und nach ganz Berlin zu tragen, bis in die letzten Winkel, um eben
zu erreichen, dass hier am 1. September spätestens nicht mehr das Bombard City Hostel Berlin ist, sondern wie war der Name? Das Hostel. Reich Beach, ne? Reich Beach Hostel. Das Reich Beach Hostel im Landesbesitz unter Selbstverwaltung der Kolleginnen und Kollegen. Danke.